geschaut und willkommen zum ersten Teil von 3 Schoko-Videos, die ich euch heute Morgen und übermorgen poste. Wir machen heute was relativ Einfaches. Wir machen Himbeertrüffel in Form von Eier dieses Mal. Morgen gibt's ein Spiegelei. Lasst euch da überraschen, das ist super cool. Und am Samstag machen wir einen Karamelltrüffel mit euch, der extrem lecker ist. Wenn ich von wir spreche, meine ich eigentlich mich. Hab aber im Hinterkopf meine Freundin, meine Kollegin, die Kat von Bittersüß und Edelweiß. Viele von euch haben mitbekommen, dass ich in der Insta-Story die letzten Wochen immer viel schokoladigen Content gepostet habe. Und dadurch kam dann doch relativ regelmäßig die Frage, ob ich nochmal mehr Schoko-Videos machen kann. Das habe ich mir dann halt auch so überlegt, mache ich super gerne für euch. Ich weiß ja, dass ihr euch da immer total drüber freut. Muss aber hier anmerken, wenn mir das ganz doll am Herzen liegt, ich schmücke mich nicht mit fremden Federn. Habe ich noch nie, werde ich noch nie, da bin ich zu stolz für quasi. Die Rezepte, die ich euch zeige, die sind zwar nicht 1:1 von der Kat, von Bittersüß und Edelweiß, habe sie aber drüber gucken lassen und habe mir das von ihr absegnen lassen. Wir haben die einmal probiert und die sind super lecker, aber die sind nicht das, was man bei Kat im Laden kaufen kann, aber sehr ähnlich. Das heißt, was wir halt machen, ist einmal ein Karamelltrüffel, der relativ einfach ist. Bei ihr gibt es Fleur de Sel Karamelltrüffel, das heißt, das ist ein Salzkaramell, den sie verkauft. Wir machen ganz einfachen Karamell. Dann zeige ich euch Himbeereier, die es in etwas abgewandelter Version bei ihr auch im Laden zu kaufen gibt, aber mit ein bisschen mehr Kick und ein bisschen mehr Pfiff. Wir machen die einfache Variante, das heißt, das ist von ihr. Und die Spiegeleier, die ich euch zeige, die habe ich auch genauso bei ihr gelernt, nur dass sie die etwas schöner und etwas, wie sagt man, mit ein bisschen mehr Pfiff auch einfach macht. Das heißt, alle 3 Sachen, die ich euch jetzt in den Videos zeige, habe ich in irgendeiner Weise von ihr gelernt und mitgenommen. Das heißt, wenn ihr mal liebe Grüße ausrichten möchtet, ich verlinke ihre Instagram- und Facebook-Seite unten in der Infobox und blende euch das hier irgendwo ein. Richtet super, super gerne, bitte, bitte unbedingt ein dickes Küsschen und Liebe von mir aus. Die ist eine Freundin, die die letzten Jahre immer an meiner Seite war und wir... Wir haben schon viel miteinander erlebt, sagen wir es so. Das heißt, Schatzi, falls du das siehst, ich drücke dich ganz doll. Danke, dass du mich wieder gefragt hast, ob ich dir helfen kann. Es ist mir immer so eine Freude und es tut meinem Herz und mir immer so gut, wenn ich bei dir sein kann. Also, ja, dickes Küsschen. Okay, genug gequatscht, ich entlasse euch ins Video. Wir starten mit einfachen Himbeereiern. Morgen gibt es dann das Spiegelei und am Sonntag gibt es dann die Karamelltrüffel. Viel Spaß beim Video. Okay, dann starten wir mit den Zutaten. Mega einfach für die Füllung. Wir haben Sahne, wir haben frische Himbeeren, wir haben Kuvertüre, bei mir ist es weiß, ihr könnt aber auch dunkle oder Vollmilch nehmen. Und wir haben Glukosesirup, der meiner Meinung nach nicht wegzulassen ist. Der ist auch nicht teuer, den verlinke ich euch unten in der Infobox, genauso wie das eigentliche Rezept. Ja, aber was habe ich gemacht? Also wir kochen eigentlich nur eine Ganache, das heißt Sahne aufkochen mit dem Glukosesirup. Da währenddessen habe ich meine Himbeeren püriert, damit die schön fein sind. Habe die dann durch ein Sieb gedrückt, damit wir diese ganzen kleinen Kernchen und Stückchen halt da rauskriegen und es halt ganz, ganz fein ist. Das Ganze halt direkt auf die Kuvertüre, auf die Kalets. Und wenn unsere Sahne dann kurz vorm Kochen ist oder kann auch gerne aufkochen, wird die über unsere Mischung gegeben, kurz stehen gelassen. Bei mir ist es meistens 1 Minute auf 2 und dann wird das Ganze einfach nur einmal cremig verrührt, bis wir da halt eine richtig geschmeidige, super schöne Ganache rausbekommen. Also das ist relativ einfach. Was ich immer gerne mache, ist, die dann noch einmal durchzupürieren, damit wirklich alles richtig geschmeidig ist. Und dann müsst ihr die stehen lassen, bitte, das ist ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, bis die auf Raumtemperatur ist. Sonst schmilzen euch nämlich die Hohlkörper. Ich habe hier meine bestellt. Seht da gar kein Problem drin. Für diejenigen, die das nicht so cool finden, ihr könnt euch eure Pralinenform auch einfach selber ausgießen, das ist in Ordnung. Bei mir waren es aber die Hohlkörper, ist deutlich leichter, schneller und ja, meine bevorzugte Methode. Ich habe dann die Ganache, die auf Raumtemperatur ist, in meine Hohlkörper halt gefüllt, habe das mit einem Spritzbeutel gemacht. Bei den Eiern müsst ihr auf jeden Fall, das ist wichtig, darauf achten, dass ihr die wirklich vorne in diese Spitze vom Ei so ein bisschen schießt, wenn man das so nennen möchte, weil da sonst sich immer gerne so eine Art Luftloch bildet, das manchmal dazu beitragen kann, dass die halt schneller schlecht werden, leider. Also guckt da auf jeden Fall drauf, dass die Ganache bis vorne zur Spitze kommt und ihr das auch relativ großzügig füllt. Das heißt, da darf schon so ein bisschen Oberflächenspannung auf der Ganache oben drauf sein.
Ja, und worauf ihr auch achten sollt, genau deswegen habe ich das drin gelassen, dass ihr die sauber füllt. Das heißt, hier so Tröpfchen rechts und links sind gar nicht gut. Achtet wirklich darauf, dass es so sauber wie möglich ist. Und dann solltet ihr das Ganze unbedingt für eine Nacht stehen lassen. Das war bei mir auch der Fall. Also ihr könnt sehen, leichte Oberflächenspannung und hier ist dann die Ganache so ein bisschen eingefallen. Eine Nacht später einfach auf dem Counter stehen gelassen und wir können jetzt anfangen, die zu füllen. Dafür habe ich mir weiße Kuvertüre temperiert. Auch hier könnt ihr wieder Vollmilch oder dunkle nehmen, worauf ihr halt mehr Bock habt. Die ist auf jeden Fall auf Temperatur. Meine Probe hat gestimmt und ich habe mir die dann in einen Spritzbeutel gefüllt und oben meine Deckelchen aufgespritzt. Ich spritze immer so einen kleinen Klecks auf, dann rappelt ihr am besten einmal so ein bisschen am Blister, damit der Deckel halt so ein bisschen verlaufen kann und wirklich die komplette Ganache, also oben das Ei komplett abschließt. Und ja, ich glaube, da gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Einfach immer einen Klecks drauf, einmal feste rappeln, dann verläuft das so ein bisschen und schließt alles super gut ab. Worauf ihr auch auf jeden Fall achten solltet, falls ihr das bei dem Ei da oben seht, da ist ein kleines Luftloch gewesen, was nicht ganz optimal ist. Auch hier wieder Luft kann machen, dass es leider ein bisschen schneller umkippt. Also guckt da wirklich, dass die großzügig gefüllt sind, weil wenn das Ganze zusammenfällt, können da halt noch leichte Luftlöcher entstehen. Aber dann, wenn die Deckel aufgespritzt sind, lasst ihr das Ganze stehen. Bei mir waren es etwas weniger als 5 Minuten, bis meine Kuvertüre komplett angezogen ist, meine Deckel. Und ich konnte meine Eier dann in eine Schüssel stürzen, schmeißen, kippen, um dann jetzt damit weiterzuarbeiten. Und beim Weiterarbeiten habe ich mir meine Kuvertüre einfach auf Temperatur gehalten und trüffel mir die jetzt einmal in den Händen, das heißt ein bisschen Kuvertüre in die Hände, die Eier so ein bisschen in den Händen reiben und das Ganze dann entweder auf Backpapier legen oder auf, bei mir war es jetzt eine Silikonmatte, um die einmal anziehen zu lassen. Wir rollen die halt zweimal, so habe ich das bei Kat und auch in der Ausbildung gelernt, damit die ein bisschen stabiler werden, wirklich komplett geschlossen sind. Hat viele Vorteile. Ich mache es auf jeden Fall zweimal, wenn euch das zu viel Arbeit ist. Besonders für den nächsten Schritt, den wir machen, dann könnt ihr das auch nur einmal machen. Bei mir ist es zweimal. Ich habe die gerollt, habe die dann auf meine Silikonmatte gegeben, ein paar Minuten anziehen lassen. Und nachdem die dann fest geworden sind, habe ich mich um die zweite Runde gekümmert. Und dafür brauchte ich noch dieses Pulver, was außen drum kam. Und das habe ich so von der Kat gelernt. Wir benutzen bei Bittersüß und Edelweiß dafür eine Mischung aus Puderzucker und Fruchtpulver. Und das Fruchtpulver, was ich hier benutze, ist halt Himbeerfruchtpulver. Das ist arg sauer. Deswegen wird das mit ein bisschen Puderzucker verrührt. Aber das gibt so eine richtig schöne Balance von der süßen Schokolade, der süßen Füllung und dann dieser sauren äußeren Pulverschicht. Mega lecker. Aber ja, okay. Wenn das jetzt ein bisschen unbeholfen aussieht, dann liegt das daran, weil meine Mama hier hilft. Ihr braucht nämlich für diesen Schritt meiner Meinung nach zwingend eine dritte oder eine vierte Hand sogar. Aber wie ihr seht, rolle ich meine Eier nochmal eine zweite Runde in meine Hand mit ein bisschen Kuvertüre und lasse sie dann in diese Pulvermischung plumpsen. Und meine Mama schüttelt die ganze Zeit die Schüssel, damit die Eier dann halt mit dieser Pulvermischung so ein bisschen überzogen werden. Und wenn das der Fall ist, dann nimmt sie die ganz locker einfach nur raus, legt sie einfach auf eine Matte und lässt sie da nochmal richtig anziehen, während wir die restlichen halt auch nochmal überziehen. Und ja, da könnt ihr das halt sehen, es wird feste geschüttelt, feste gewackelt, dass sie wirklich alle komplett überzogen werden. Und dann geht es halt weiter, dass ich die kurz auf einer Matte habe liegen lassen. Damit die Kuvertüre halt, die eben noch weich war, dass die jetzt auch wirklich ein bisschen fester noch werden kann, bevor ich die auf meiner Matte so ein bisschen hin und her rolle, um das überschüssige Pulver loszuwerden und damit die auch nochmal so ein bisschen runder werden. Und ja, dann sind die eigentlich fertig. Einmal so ein bisschen in den Händen geschakert und gewackelt und das sind dann unsere fertigen Himbeereier-Himbeertrüffel. Die gehen natürlich auch in normal rund oder wer auch Bock drauf hätte, könnte die Ganache genauso gut in selbstgegossene Pralinen geben. Das ist auch alles gar kein Problem. Hier noch ein Anschnitt, Anbiss. Ja, aber das waren dann die Himbeertrüffel. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt es auf jeden Fall ganz fleißig in die Kommentare. Ich freue mich schon von euch zu lesen. Lasst der Kat auch bitte ganz, ganz liebe Grüße da. Da würde ich mich auch super drüber freuen. Wäre ich euch dankbar drum. Aber ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann morgen zum Spiegeleier-Video wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben.